In Deutschland wird derzeit jedes fünfte Bauprojekt storniert. Das zeigt eine Studie des IFO-Instituts. Stefan Wolf an der Frankfurter Börse, woran liegt das? Nun, das hängt an dieser Mischung, der private Bauherren ebenso ausgeliefert sind wie größere Baufirmen, dass nämlich auf der einen Seite Baumaterialien und Arbeitskosten erheblich teurer geworden sind. Die Inflation haut hier voll rein und auf der anderen Seite sind die Zinsen gestiegen und das erschwert natürlich die Finanzierung von Bauprojekten. Beim IFO-Institut heißt es, in der Bauwirtschaft sei man landunter inzwischen. Wie gesagt, 20% der Projekte werden abgesagt. Es gibt deutlich weniger Neuaufträge. Darüber klagen 40% der Unternehmen. Und 12% der Unternehmen berichten darüber, dass sie bereits in Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind. Das sind auch Konjunkturaussichten, die am DAX nicht spurlos vorbeigehen. Der deutsche Aktienindex verliert 61 Punkte auf 15.740. Denn bis sich das wieder normalisiert, wird einige Zeit ins Land gehen, heißt es. Danke, Stefan Wolf, nach Frankfurt am Main.